Sollte die Lufthansa die ITA übernehmen, wird Rom ein weiteres Drehkreuz der Lufthansa Group. Lufthansa First Class Sale geht weiter. Und ja, Condo im Biene-Maja-Look oder Streifenhörnchen-Look oder entscheidet selbst. Die Condor überraschte heute mit einem Markenauftritt. Ich überrasche euch nicht mit dem Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an und vor allem kommentiert unten und lasst uns ein Like da. Für alle, die es getan haben, danke, denn es hilft uns unheimlich. Ja, Condor ist Urlaub und Urlaub ist gestreift. So fängt die Pressemitteilung der Condor an. Und der beliebteste Ferienflieger Deutschlands hatte sich ja dann noch letzte Woche darüber aufgeregt, dass man mit Eurowings einen Wettbewerber hat, der hart und nicht nur knallhart ist sogar. Aber man hat jetzt einen neuen Markenauftritt. Condor trägt künftig Streifen. Diese Streifen sind 5 Farben, inspiriert von Sonnenschirmen, Badetüchern und Strandliegen. Man will sich so zu einem unverwechselbaren, einzigartigen Ferienflieger entwickeln. Zitat: Condor hat in den letzten 2,5 Jahren einen Wandel durchlaufen von Tochterunternehmen eines vertikal integrierten Reisekonzerns hin zur unabhängigen Airline, die stolz auf ihre Historie und Tradition zurückblickt und gleichzeitig den Weg in die Zukunft antritt. Das wollen wir auch über unseren Auftritt unmissverständlich zum Ausdruck bringen. Condor ist Urlaub, Condor ist unverwechselbar und wie unser neues Design, mit dem wir jetzt in die Zukunft starten. Das sind die heiligen Worte vom CEO von Condor, Ralf Teckentrup. Er sagt, das neue Markenzeichen sind die Streifen. Unsere Bildmarke steht für unsere Herkunft und die Farben für die Vielfalt. Dieser Dreiklang ist neu. Was bleibt, ist unsere Leidenschaft. Die macht Condor schon immer einzigartig und findet sich deshalb auch in unserem Claim wieder. Leidenschaft ist unser Kompass. Ja, dann gibt es noch ein bisschen Erklärung, warum, wieso, weshalb. Die Konzeption, die Kreation, dass das von Remo Massala passiert oder versaubeutelt worden ist. Egal wie, ihr könnt unten kommentieren, ob ihr es toll findet oder nicht. Vision Alpha Beet in Berlin. Und man hat halt einfach diese Condor-Marke nochmal neu überarbeitet. Früher war es ja nur ein Lufthansa gespiegelt, hätte man fast gesagt, gelbes Leitwerk, blau drauf. Da war es dann so, dass es blau mit gelbem Ei war. Lufthansa hat sich auch weiterentwickelt. Aber man möchte jetzt die Condor, nachdem es nicht mehr mit Thomas Cook diese Corporate Identity hat, weiterentwickeln. Und ja, Condor ist halt als Markenkern dafür stehend, dass die Erfindung des Ferienfluges den wirkungsvollen Urlaubscode, die Streifen des Sommers, der Freude und der Freiheit. Ja, das ist so. Die Leitfarben der Corporate Identity sind gelb und blau. Sie wurden um die Kontrastfarbe grau ergänzt. Das Condor-Signet, der Condor im Kreis, geht auf eine der prägendsten deutschen Gestalter, Ottel Eicher, zurück. Die Bildmarke hat ein Facelift erhalten. Die Linien sind feiner und dynamischer geworden. Ja, also insofern hat man auch den Condor-Schriftzug angepasst. Man ist jetzt kompakter, hat neue Kleinschreibung. Die Wortmarke wurden eigenständiger und konsequent zum Bild entwickelt. Ja, also so sieht das aus. Der Streifen-Look, und ich lasse euch mal die Bilder hier da durchjagen von den Flugzeugen. Gelb, Rot, Blau, Grün und Beige stehen für die Facetten der Condor-Gäste, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Vielzahl an Möglichkeiten, mit dem Condor die Welt entdeckt. An den Uniformen der Crews werden die Accessoires wie Halstücher, Krawatten, Pins im neuen Design erstrahlen. Ja, und auch an Bord, in den Flughäfen, auf Social Media hält das neue Design Einzug. Man sieht es zum Beispiel auch auf dem Twitter-Account. Dann werden Sachen ausgetauscht für die Becherdecken, Besteck. Also alles an Bord wird wirklich angeschaut und das alte Design wird entsorgt wird es nicht, weil es wird aufgebraucht. Aber rund 80% der Flotte soll bis 2024 umlackiert sein, weil dort ohnehin Neulackierungen anstehen. Damit wäre Condor den nachhaltigsten Weg. Das machen ja alle, weil man ja kein Geld hat. Vorgestellt wurde das neue Design in Toulouse mit der ersten A33 Neo, die ab Herbst für Condor abhebt. Der erste 2-Liter-Flieger wird selbstverständlich mit grünen Streifen an den Start gehen. Bereits ab morgen ist der erste Condor-Flieger im neuen Look auf der Strecke. Der Airbus A321 Delta Alpha India Alpha Delta trägt die gelben Streifen und fliegt am 5. April mittags nach Lanzarote. Und dann werden weitere Modelle folgen. Ihr habt ja die Bilder gesehen. Da solltet ihr einfach mal unten kommentieren, ob ihr das toll findet, ob das mutig ist, ob das
gegen den Trend ist, jawohl, weil man hat ja dieses Euro-White, also diese weiße Farbe und dann nur das Leitwerk und da ist es halt mal etwas anders. Ich selber, ich weiß es nicht, ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich habe noch keine Meinung gebildet. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin davon geflasht, irritiert und schauen wir einfach mal. Ja, also die Lufthansa. Die Lufthansa geht ganz fest davon aus, dass man die ITA übernimmt, weil man sagt ja zum Beispiel, dass die Freunde der Delta mit der KLM Air France zusammen, oder Air France KLM muss ich ja sagen, das nicht dürfen, weil die EU das nicht erlaubt. Warum hat man bei Lufthansa nicht wirklich so gesagt? Und dann sagt man, ja, der Investor, der ja auch da bei Wizz Air und so weiter aus Indien dabei ist, auch den nimmt man nicht wirklich ernst. Und deshalb sagt man, man übernimmt die und möchte dann Rom Fiumicino in eine mediterrane Base umwandeln. Und man bereitet sich bei Lufthansa auch schon auf diese Übernahme vor. Das habe ich auch irgendwie schon verstanden, dass Lufthansa quasi davon ausgeht, dass sie das mal Rennen machen werden. Und man ist da sehr selbstbewusst in Frankfurt unterwegs. Auf jeden Fall sagte Carsten Spohr, der Corriere della Sera, den Kollegen hatte ich übrigens auch in Brüssel gesehen, dass man halt Rom Fiumicino sagt. Und das Zitat ist, augenscheinlich ist Italien ein starker Markt und Rom kann eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen innerhalb der Lufthansa, wenn man sie integriert mit einem südlichen Hub für die Gruppe. Und Italien ist ein neuer Hub für die Lufthansa. Man expandiert das Geschäft in das Land, um die Position zu verbessern und zwar die Position zu verbessern bei interkontinentalen Verbindungen. Man sagt ganz einfach bei Lufthansa auch das EOI, das ist das Expression of Interest, also im Prinzip, hallo, ich hab Bock auf dich, ist wie so ein Eheversprechen oder sowas, von Lufthansa und MSC bei 1,2 Milliarden Euro, die man locker machen will. Wobei Carsten Spohr auch nochmal betont hatte, das hat er mir selber auch nochmal gesagt, dass die MSC der Kapitalgeber ist und Lufthansa nur das Management so oder mehr oder weniger stellt. Also insofern schauen wir das mal uns an. Und er sagte natürlich auch, Lufthansa wäre der richtige Partner für die ITA. Warum? Ganz einfach. Weil man ganz einfach da natürlich gezeigt hat mit der Air Austrian Airlines, mit der Swiss, mit der Brussels, dass man es kann, weil man nicht einfach die italienische Identität der Fluggesellschaft wegnehmen würde, kastrieren würde. Und das ist natürlich schön. Also ich persönlich finde das sehr schön, dass die Swissness hat, dass die Austrian ihre, gibt es nur Austrianness? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dass man merkt, dass es ein österreichischer Carrier ist, Brussels, Belgier. Und wenn das Italiener wären, sehr gut, sehr, sehr gut. Hoffentlich schlägt sich das auch in der Küche an Bord nieder, dass es Lasagne oder andere italienische Leckereien gibt. Ja, ansonsten wartet man auch immer auf den Datenraum, dass man da rein kann. Und da muss man halt einfach sagen, was dann da passiert, ist dann das, was Lufthansa entscheidet. Aber die sagen einfach, da sollten keine Überraschungen sein. Warum? Weil man es ja eigentlich schon fast weiß. Fliegen ist ja jetzt nicht so ein Geheimnis. Und wenn man jetzt die Worte von Alfredo Altavilla, dem ITA-Board-Member, nochmal dazu sagt, wir sind eine hübsche Braut, die viele Verehrer hat. Und wir hoffen, dass Lufthansa einer dieser handsome, also dieser hübschen und reichen Verehrer sei, der interessiert in die ITA ist. Also insofern auf beiden Seiten Liebe oder wie man im Italienischen sagt, amore, amore. Was haltet ihr davon? Haltet ihr das Thema Rom als neuen südlichen Hub für die Lufthansa als coole Idee? Oder sagt ihr, naja, erst den Bären erlegen, dann das Fell teilen? Was ist eure Meinung dazu? Ich bin gespannt unten auf eure Kommentare. Ein Thema, was ich auch schon
hier öfters zum Thema gemacht habe, ist dieses Jamming vom GPS-Signal. Gerade in Finnland, an der östlichen Grenze zu Russland zum Beispiel, passiert das. Oder aber auch in den baltischen Staaten, wenn man Kaliningrad die Enklave hat, da passiert es, dass die GPS gerade seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges in der Satellitennavigation Riesenprobleme haben, weil die entweder ungenau sind oder komplett ausfallen. Und dieses Jamming, das kennt man ja auch zum Beispiel beim Mobilfunk, dass man Jammer einsetzt, der Signal stört, sagt die französische Zivilluftfahrtbehörde DGAC. Ist das DGAC? Ich weiß es nicht. Aber nur gut, auf jeden Fall DGAC. Und die sagen, das sei natürlich jetzt nicht unbedingt, dass das auf die zivile Luftfahrt gehen soll. Es ist halt ein Kollateralschaden. Aber nichtsdestotrotz sollte man in Europa darauf vorbereitet sein, dass nämlich seit Russland in der Ukraine mit ihrem Angriffskrieg unterwegs ist, da Probleme bereitet. Und diese Spoofing- und Jamming-Vorfälle haben halt wirklich laut EASA absolute Probleme bereitet. Und GPS und GNSS sind halt wirklich Probleme, wenn sie ausfallen. Also wir sind im Moment ein Kollateralschaden, aber wer weiß, ob sich das ändert. Denn wenn man diese Satellitennavigation sich anguckt, dann ist das natürlich auch ein Kriegsmittel. Warum? Ganz einfach, weil natürlich Raketenleitsysteme, Flugzeuge und so weiter, auch militärische, werden ja damit geleitet. Und deshalb muss man halt in ganz Europa Notfallpläne entwickeln, dass wenn diese dann eintreten und diese Ausfall der Systeme sind, dass man halt da nicht einfach denkt, hey, was mache ich denn jetzt? Also es ist halt wirklich besorgniserregend. Natürlich ist es im Auto dann eher ein unschönes Erlebnis, aber nicht kriegsentscheidend. Aber beim Fliegen ist es natürlich ein Problem. Virgin Atlantic hat einen Beichtstuhl, einen Duositz, einen Booth, wie es im Englischen heißt, für zwei Personen. Und man hat in einigen seiner Airbus A350 ein neues Interieur reingeknattert, das wirklich für Feriengäste sein soll. Und man hat halt ein Erlebnispaket geschnürt, denn The Booth, so heißt es wirklich, vielleicht sollte man auch Beichtstuhl nennen, ich weiß es nicht, gehören zwei 27 Zoll Monitore. Und man bietet es halt den zahlungskräftigen Ferienfluggästen an als Erlebnis. Denn wenn man alleine unterwegs, hat man Platz, dass man dort eine Patience legen kann, wie man an den Bildern sieht. Aber was halt ganz wichtig ist, dass die 8 A350 1000er, die man hat, da diese Boost einbaut, um das Erlebnis zu verbessern. Und zum Beispiel den Flieger, der das schon hat, das ist der Golf Victor Echo. Der zweite wird mit der Victor Lima India Bravo Registrierung sein, den einige Wochen ausgeliefert wird, hat mehr Economy Class Sitze, also 325 statt 235. Daneben hat man 56 Premium Economy Sitzplätze, die auch vorher drin waren, aber 16 Mini-Suiten und in der Business Class sonst 44. Ja, da muss man halt einfach schauen. Die Sitznische mit einem kleinen Tisch, der halt wirklich so ein Booth ist, wie man es auch aus Restaurants kennt oder sowas, der soll zum Verweilen einladen und beziehungsweise die Touchscreen-Monitore, die an die Route angepasst sind, sollen, ja, es soll zur Tageszeit angepasste Atmosphäre gegeben und was soll man dazu jetzt sagen? Man kann natürlich da die Weine degustieren, man kann andere Dinge da nehmen, Cognac-Probe machen, eine Schokoladenbegleitung kann man machen. Und das erste Ziel, fragt euch natürlich auch, was es ist, das ist Orlando und die andere wäre Barbados. Ja, ist das für euch ein Konzept, wo ihr sagt, hey, das ist cool, wo man sich gegenüber sitzt, was spielen kann und so weiter. So im Bus waren das ja immer die Clubsätze, die wir hatten. Die fand ich besonders geil, waren Vierer. Tische hat ein bisschen was von der Q-Suite, allerdings ohne das Q und der Suite, um es mal so zu sagen. Also insofern auch hier wieder bin ich gespannt auf eure Kommentare.
Ich habe das Thema schon mal durchexerziert. Ich hatte aber an diesem Wochenende einige Senator-Calls gehabt, wo die Leute gesagt haben, hey, ich habe Bock auf einen Senator-Start. Und habe gesagt, hey, für dich macht das doch Sinn, den Senator zu erfliegen. Da würde ich doch einfach den Deal nehmen ab Budapest. Und deshalb wollte ich den nochmal erwähnen. Das ist halt ein Dauersale, der ist nicht in irgendeiner Art und Weise limitiert. Die Vorausbuchungsfrist ist immer noch 45 Tage. Verfügbarkeiten sind relativ gut. Wir haben gestern noch einige Tickets und heute gebucht. Buchungsklasse ist natürlich bei der Lufthansa und bei der Swiss. Buchungsklasse A gibt 300%. Die Zubringer sind alle in CDJ, in D. Oder C. Ich weiß nicht, auf jeden Fall geben sie 200%. Ich meine D, ne? Ich meine D. Komplett Banane. Und da kann man halt einfach gucken, damit man zum Beispiel einen Preis hat, knapp 2.500 für Dubai, dann Budapest-Delhi mit 2.750 Euro, Bombay ebenfalls ähnlicher Preis. Oder aber wer etwas mehr meinen möchte, möchte nach Johannesburg fliegen, der ist bei 2.900. Wer an die 3.000 rankommen möchte, aber noch mehr Meilen haben möchte, ist nach Kapstadt. Oder aber Hongkong geht über 3.000 ist 3.100. Es gibt auch noch andere Ziele. Also insofern bucht die Ziele, um euren Senator voll zu machen oder zumindest deine Basis zu bekommen. Ich kann es nur empfehlen. Wenn ihr Fragen habt, natürlich gerne, schickt mir eine WhatsApp-Nachricht. Ihr könnt auch über den Link in dem einen Video, was ich gepostet habe, zu der Senator-Karte auch eine kostenlose Beratung euch anfordern, sichern. Sagen wir einfach mal sicher, kostet ja nichts. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV in der heutigen Folge 94. Und abonnieren, Glocke an, Like kommt jetzt, kommentieren. Danke, dass ihr dabei wart und denkt dran, was haltet ihr von Condor? Ist das eher ein Streifenhörnchen oder ist das Biene Maya? Jetzt aber tschüss.